Nachtlager, jupp. Kein Wasser, keine Tiere. Hm, na gut. Drei Portionen Wirselkraut, sehr schön. Die nehmen wir doch immer mit. Und wir kommen gleich bei der Herberge an. Je nach Tageszeit können wir dann auch schlafen oder nicht. Quellen entdeckt am Straßenrad einen Blutfleck oder eine Schleifspur. Wollt ihr in das Unterholz hineinfolgen? Ja. Etwa 100 Schritt in den Wald hinein entdeckt ihr die Leiche eines alten Mannes. Neben ihr liegt ein zerbrochener, großer Hammer. So einer, wie man ihn zum Kaltschmieden von weichen Metallen benötigt. Wollt ihr den armen Kerl begraben oder ihn seinem Schicksal überlassen? Ihn begraben wir natürlich. Ihr vergrabt den Alten und macht euch guten Gewissens wieder auf den Weg. Ich würde aber ganz gerne wissen, warum der alte Mann da plötzlich tot auf dem Boden liegt. Aber na gut. Wir haben schon Nachmittag, also betreten wir mal die Herberge. So, was sagt unser Durst und Hunger? Oh, wir haben die ganzen Rationen noch gar nicht wieder zum... Oh, warum ist überladen? Deswegen. Ja, okay. Dann schlafen wir doch einfach mal im Schlafsaal. Oh. Wir reisen weiter. Oh, wir haben gar nicht geschlafen. Ja, mein Fehler. Na gut. Ist wahrscheinlich eh besser, hier in der Wildnis zu schlafen, als in einem Schlafsaal. Lagerplatz suchen. Schlafen. Jo. Zwei Wisselkräuter. Eventuell könnten wir damit auch ganz gut Geld verdienen. Durch das Kräutersammeln. Jo. Also sollten wir noch mal ein wenig genauer aussortieren, wenn wir in der nächsten Stadt sind. So, jo. Keine Kräuter. Ja, so viel dazu. Aber ja, am Wegesrand nach Kräutern zu suchen, ist eh so eine Sache. Da müssten wir schon irgendwelche reingehen. Drei Tanälen. Ihr habt eine Stadt erreicht. Wollt ihr sie betreten? Ja, wollen wir. Die hätten wir ganz gerne früher auch schon betreten, als wir noch alle krank waren. Aber ich kann jetzt mal gucken, ob es hier wirklich einen Händler, einen Heiler gab. Ich glaube, da hinten war einer. Ja, genau. Heilerin Daleone Morgentau. Da hätten wir uns also heilen können. Jetzt wollen wir aber erstmal zu der einen Frau. Das waren alles Frauen, oder? Die Krämerin, die Schmiedin und die Kräuterhändlerin. Genau. Hier ist die Kräuterhändlerin. Wir würden gerne verkaufen. Irgendjemand wird schon was haben. Gegengift. Das könnte praktisch sein. Der Heiltrank kann weg. Wir haben Wirselkräuter. Tanälen haben wir viel zu viele. Die können mal alle weg. 24 Dukat. Schöne Sache. Der Rest. Einbeeren. Ich weiß nicht, ob die auch für irgendeine Krankheit gebraucht werden. Also behalten wir sie erstmal. Belmarblatt wird auf jeden Fall gebraucht für eine recht häufig auftretende Krankheit. Nämlich den Dumpfschädel. Die Yoruga-Wurzel und die Gulmonblätter wurden auch gebraucht. Ilmenblatt. Das weiß ich noch nicht. Die Alraunen waren, glaube ich, nur für Gift. Also können die mal weg. Was hat Mürrum noch? Mürrum hat ein Körperkraftselixier. Das werden wir so erstmal nicht brauchen, denke ich. Gegengift, Gegengift, Zaubertrank, Zaubertrank und Kairanheim. Den behalten wir. Was haben wir hier? Zaubertrank, Zaubertrank, Zaubertrank. Und Tirik hat eine Wunderkur. Dreimal eine Wunderkur. Oh, die hätten wir wahrscheinlich benutzen können bei der blauen Keuche. Ärgerlich. Da hätte ich dann trinken sollen. Aber gut, weiß ich fürs nächste Mal. Falls wir irgendeine sehr schlimme Krankheit bekommen, benutzen wir halt einfach einen von denen. Die sind zwar tierisch teuer, also wahrscheinlich im Einkauf noch viel teurer. Aber es ist besser, als die ganze Gruppe zu verlieren. Aber ja, erstmal wollen wir jetzt handeln. Gewenden. 23%. Oh, das ist doch gut. 132 Dukaten. So, jetzt würde ich gerne gucken, was an Ausrüstung wir noch genau brauchen.
Ist Ihr Rapier auf diesem Speicherstand noch heil? Ja, ist er. Also die ganzen Waffen können später alle weg. Wir haben noch hier Platz für irgendwas. Könnte das vielleicht... Das ist Kettenzeug für die Arme. Das ist vielleicht eher Armschoner. Ich probiere mal ganz kurz was aus. Wir nehmen jetzt Ihr Lederzeug. Und wir können das Gwendolyn anscheinend anziehen. Lassen. Rüstungsschutz erhöht sich. Okay. Das heißt, Gwendolyn bekommt jetzt gleich ein neues Kettenzeug und Tirik und Girugon bekommen ein neues Plattenzeug. Dann haben sie noch mehr Rüstungsklasse und können sich noch weniger bewegen und treffen noch seltener. Wie viele Attacke Parade hat er eigentlich inzwischen? Ich dachte, das sieht man hier. Attacke Paradewerte. Momentan 11,2, also 50-50. Beinahe. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir die wirklich Plattenzeug noch geben sollten. Weil die machen ja doch teilweise ganz gut Schaden. Gucken wir erstmal hin. Wir würden erstmal ganz gerne was verkaufen. Und zwar den ganzen Krimskrams. Also den Rapier nicht. Den magischen Wurfstolch, ja. Das magische Kurzschwert, ja. Die Säbel, ja. Das Schwert, ja. Den Silberstreitkolben müssen wir nochmal Tirik geben. Und wir sollten auch darauf achten, ob irgendwas kaputt ist. Denn wir hatten es ja schon mal, dass bei Tirik, nachdem er in eine Falle gestolpert war, die Rüstung kaputt war. Und das sah man daran, dass es nur ein Silberstück wert war. Oh, und wir brauchen neue Pfeile. So, Säbel weg, Säbel weg. Den Speer behalten wir erstmal. Der Rondra-Kamm kann weg. Die Säbel können auch alle weg. Das Schild bleibt auf jeden Fall bei ihr. Und Tirik hat noch ein einfaches Schild. So, 40 Dukaten. Gwendolyn. 16% rausgeholt. Okay. Und jetzt würden wir gerne kaufen. Was hast du da so im Angebot? Echt nicht viel. Ein Knüppel, ein paar Messer und ein Speer. Und Schuhe, nicht mal Stiefel. So viel zu meiner Idee, Panzerzeug zu kaufen. Sie hat auch keine Pfeile. Das ist echt nicht gut. Ganz schick aussehen magst du ja, aber dein Angebot ist echt unter aller Sau. So, gibt's hier irgendwo einen Waffenhändler? Taverne? Wahrscheinlich nicht. In so einem kleinen Dorf reicht es, wenn auf dem Marktplatz jemand was anbietet. Kräuterhändler Ankoron? Ah, ich kann einfach so klicken. Da ist der Weg nach draußen. Oh, und mit Doppelklick bewege ich mich ganz dahin. Das wollte ich jetzt gar nicht. Hier Salamander kaufen. Nein, danke. Da ist wieder die Heilerin. Nee, anscheinend gibt es hier keinen Schmied. Das ist wirklich schade. Das heißt, wir müssen echt in die nächste Stadt reisen. Also die nächste richtige Stadt, nicht diese komische Herberge unterwegs. Aber gut, dann halt dahin, Automap verlassen und gehen Süden. Ja, wollen wir. Routenplanung. Wir folgen jetzt einfach mal der Straße. Das kann gefährlich sein, weil Diebe und dergleichen halt wissen, dass man die Straße entlang kommt. Oder die Orks. Was natürlich noch schlimmer wäre. Aber die Chance, ein anderes Dorf zu finden, ist wahrscheinlich am größten, wenn wir der Straße folgen. Ja, Westen. Da unten ist ein sehr... Oh, ist eine ganz schön lange Strecke. Und da scheint auch ein größeres Dorf zu sein. Also würden wir gerne nach Westen. Und das reicht erstmal an Planung. Das wird irre lange dauern. Wie viele Gulmon-Blätter haben wir? 6. Irgendjemand hatte noch welche. Da sind 4. Das heißt 10 Stück. Das ist nicht viel. Ich gebe mal ganz kurz testweise Girugon 1. Er hat jetzt 18. So, zum einen steigt die Körperkraft nur noch um 2 Punkte. Ich glaube, im letzten Teil waren es 4. Und jetzt will ich gucken, wie lange das hält. Denn es wurde mir gesagt, wenn wir Gulmon-Blätter essen, wäre die Reisegeschwindigkeit höher. Dafür müsste es aber erstmal 1-2 Tage halten und das will ich jetzt erstmal überprüfen.
Also, alte Option, ja. Und Girugons Körperkraft sinkt schon wieder um 2. Noch bevor wir losgegangen sind. Das hat nicht mal die Nacht gehalten. Gucken wir nochmal. Ja, ist weg. Nö, da habe ich wohl irgendwas falsch verstanden. 2 Gullmannblätter, das ist doch schick. Eine bekannte Kreuzung. Ein wenig noch weiter marschieren. Und alte Option. Mal gucken, was das da für eine Stadt ist. Oder für ein Dorf, besser gesagt. Denn es sah von der Größe aus... Also von der Größe sah es wesentlich größer aus als die Startstadt. Das lässt auf jeden Fall hoffen, dass wir da auch einen ordentlichen Waffenhändler finden. Die Herberge wollen wir nicht betreten. Wir haben gerade mal einen Morgen. 3 Portionen Wirselkraut. Schon wieder an der gleichen Stelle. Das könnten üble Charaktere ausnutzen. Tun wir aber nicht. Denn wir sind ganz liebe. So. Alte Option. Jo. Was ist denn los? Ich habe was gehört. Es werden wohl bloß irgendwelche Tiere gewesen sein. Oh. Oh, oh, oh. Warum habt ihr Schaden bekommen? Reiseoption. Reise unterbrechen. Keiner krank. Haben die wohl irgendwelche Tiere im Schlaf gebissen? Na gut. Lagerplatz aufsuchen. Alte Option. Ich bin mir nicht sicher, ob wenn wir sie auch noch ein wenig in die Nacht hinein marschieren lassen, nicht eher krank werden. Würde jedenfalls Sinn machen. Wir haben hier 4 Orks. Da lassen wir uns doch gleich mal akzeleratieren. Abwarten. Abwarten. In Position bringen. So, sichern. Zaubern, Bewegung, Acceleratus auf Tirik. So. Zaubern, Bewegung, Acceleratus, Girugon. So, sehr schön. Und jetzt machen wir einen Computerkampf an. Ganze Gruppe, keine Magie. Das geht allgemein jetzt noch schneller als sonst. So, 2 Säbel kommen mit, 1 Dukate, 8 Silberlinge und weiter. Jetzt kommen wir gerade in ein Gebiet, wo wir vorher noch nicht waren, glaube ich. Das heißt, die Strecke hat uns auch der eine Junker verraten. Oh, Jallen hat soeben ihre letzte Möglichkeit zum Trinken ausgeschöpft. Das ist nicht gut. Ihr seht etwa 100 Schritt abseits der Strecke ein Wollnashorn. Nee, ein Warzennashorn. Wollt ihr es angreifen? Das Tier durch Schreien und Winken auf euch aufmerksam machen? Nein, ich denke nicht. Wir wollen so unauffällig wie möglich euren Weg fortsetzen. Komm schon, findet Wasser. Ja, Mürum findet Wasser und kann was Essbares erlegen. Sehr schön. Muss ja nicht sein, dass unsere Helden unterwegs verdursten, auch wenn die Umgebung hier doch sehr karg aussieht. Ihr habt eine Abzweigung erreicht. Anscheinend eine neue Abzweigung. Aber wir wollen die Route wie geplant fortsetzen. Wir merken uns einfach, dass wir hier noch nicht alles erforscht haben. Aber jetzt wollen wir erstmal in die nächste Stadt, um uns auszurüsten, ein wenig zu verkaufen und uns da umzusehen. Danach können wir immer noch durch die Wildnis streifen. Mehrere Steppenrinder schreiten äsend durch die saatige grüne Steppe, saftig grüne Steppe, deren hoch aufgeschossenes Gras sich mit wogenden Halmen vor den massigen Leibern teilt. Wollt ihr euren Speisezettel mit frisch gepflückten Steppenblumen bereichern? Also wir könnten sie füttern, wir können sie zureiten. Unter Zuhilfenahme roter Decken und Kleidungsstücken einen Schaukampf improvisieren oder einfach weitergehen. Ja, nee, wir sollten uns nicht mit irgendwelchen Tieren anlegen und schon gar nicht die auf irgendeine Art veräppeln. Das kommt bei den Elfen bestimmt nicht gut an.